Wow. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Among Us. Diesmal zusammen mit Reef, Winter, Tim, mit Paluten, Zombie, Maxi, Patex, Maldano und Jesse. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft mir sehr und dauert nur eine Sekunde. Sonst vergesst nicht zu abonnieren. Und falls ihr einen Warplushie haben wollt oder einen lila Fuchs, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dazu gibt's immer eine Autogrammkarte und dann viel Spaß. Reef mit Zombiefarben. Mal schauen, ob ich da irgendwas sehe. Du. Erstmal Licht fixen. Du. Ich habe eine sehr wichtige Frage an Wintercracker und Paluten. Ja. Was? Ihr wart doch oben bei mir im Reaktor. Ja. Seid ihr runtergelaufen, wieder raus, oder? Nein. Nee, Cracker, du bist der Einzige, der runtergelaufen ist. Ihr seid immer noch oben drin. Paluten und ich sind beide noch drin. Nee, Paluten ist auch noch da. Paluten. Also, das Licht ist ausgegangen, es ist Timid. Ja. Ja, das ist halt die Sache. Warte. Ach, nee. Was ist überhaupt mit den beiden Worten hier? Dann wollen wir die mal besprechen. Stimmt, es sind zwei tot. Ach so. War das ein Emergency-Meeting oder hast du jemanden? Ja. War ein Emergency-Meeting, weil Timid plötzlich in den Reaktor aufgetaucht ist und ich weiß nicht woher. Ja, er ist schon vom Licht, er hat dann Double-Kill gemacht mit jemandem und ist dann gewendet zum Reaktor. Genau. Aber warte mal, du warst aber tatsächlich sehr, sehr schnell mit deinen Aufgaben bei Reaktor. Das habe ich mir, ich hab mich gewundert, warum du direkt schon nach unten gegangen bist. Ich hab geguckt, wo die anderen sind. Ich hatte keine Zeit, da jemanden umzubringen. Ich hab geskippt, weil es halt zwei andere sein können. Das war ein Joke von mir, Leute. Du warst sehr überzeugend, Maxi. Licht geht aus, oh nein, Paluten, bring ihn um, Reef! Oh mein Gott, warum hat keiner den Knopf gedrückt? Ich hab instant die Lichter gefixt, es leben, glaube ich, noch zwei, Dr. Patex ist tot, Paluten ist auch tot. Einer ist gerade gestorben. Okay, Wintercracker, ich vertraue dir einfach, weil wir oben in Reaktor waren und ich glaube, da sind die Kills nicht passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir safe sind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die war in der Cafeteria, ich bin zu Lichter gerannt, hab gedacht, irgendjemand drückt einen Knopf, wenn ich instant fixe, was auch immer kaputt geht, hab die Lichter gefixt. Ich weiß, dass Reef und Maxi und ich in der Cafeteria waren. Also in der Cafeteria waren, glaube ich, ich Reef und Fufu waren, glaube ich, in der Cafeteria gerade. Warst du das? War das nicht aber Maxi? Ich bin nicht so oben am Reaktor. Ich glaube nicht, dass Cracker ist, die ersten zwei Kills nur passiert. Du deckst niemanden, heißt, ich glaube, du hast keinen zweiten Imposterfreund, heißt, ich glaube, es ist Reef und Fufu. Oder einer von den beiden. Wir haben noch zwei. Ich glaube nur einer, weil sonst wären wir doch, sonst hätte man doch gewonnen. Fufu war die letzten drei Runden mit Fischen Imposter. Bei zwei ist ja ein easy Doppelkill. Ich glaube, Timid wäre nicht hochgewendet in Reaktor, wenn da drei Leute drin waren. Ich glaube, das wäre nicht passiert. Ich glaube, der andere ist dann noch Fufu. Hä, aber Maxi ist doch so stark auf Timid gegangen. Was ist, wenn das jetzt... zwei Leben, ein Kill und wir haben verloren. Fufu. Dankeschön. Jetzt sind wir auf jeden Fall, glaube ich, sicher, aber ich glaube, der andere ist noch Fufu. Reef! Außer wir haben jetzt verloren. Außer ich liege komplett falsch. Nicht gleich rennen. Kriege ich das noch hin? Danke, Wintercracker. Ich würde sagen, es ist eindeutig. Ja, gut. Ich glaube, ich muss mich nicht verteidigen. Reef, warum hast du nicht noch jemanden getötet, als nur noch sechs Tage gewesen sind? Ich habe Paluten instant umgebracht. Die Big Brain. Oh, wir hätten gewonnen. Hättet ihr euch nicht gedeckt, hätte ich es nicht gewusst. Haha, Fufu. Platzt dein Kopf eigentlich von den 3000 IQ? Alter, Maldano. verdammt, ich hätte mehr sagen müssen. Schade. Aber sehr gut auf der Map so. What? Das ist Zombie. Wow. Also Maldano ging wirklich schlecht. Maldano ist vor meinen Augen umgefallen. Der kickt uns gleich vom Server hier, ohne Witz. Wo war er denn? Wenn man von Medbay Richtung Licht fixen. Also wir sind halt alle, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, so vier oder so in einem Blob. Lichter waren aus und dann hat halt irgendwer Maldano gekillt. Willst du irgendwie was sagen? Ich bin da Gang lang gelaufen. Okay. ist so dein Ding, weißt du? Maldano als erstes Kill vielleicht. Oh, Maxi ist so aggressiv gerade. Das ist meine Ausrede. Oha, Maxi. Jetzt hab ich einmal was und dann okay. Maxify, Alter. Maxify. So kann man den Mortal auch gut Zombie anhängen, ne? Einfach Maldano zuerst killen und dann sagen, es ist ein Zombie-Move. Maxi, sag einmal Hallo, ich bin Maxify. Alter, was seid ihr denn? Patex, warum gehst du gegen mich? Hast du nochmal Glück, dass ich wieder Zombie bin? Ja, dann ist es Patex. Wenn der so gegen mich geht, ist er es. Ihr seid alle doof, ich mag euch alle nicht. Bleib jetzt alleine. schade. Ich hätte es gefeiert. Ich glaube, es ist nicht Maxi, überhaupt nicht. Leave. Komm her, mein Blatt. Ich bin so stark. Patex, Cracker, ist noch da. Zombie. Es könnten halt auch Cracker und Zombie sein. Ich habe das Gefühl, dass es Zombie ist. Ich report Spam.
Zombie. Warte, Alter. War das jetzt ein versuchter Doppelkill? Glaubt ihr mir immer noch nicht? Also, wir waren gerade links in dieser Contamination mit Timid, Zombie, Winter und ich. Ja. Und auf einmal ist heute alles anhängig. Und dann hat Zombie Winter getötet. Ich weiß nicht, ob jetzt Timid versucht hat, einen Doppelkill zu machen, aber dass du langsam war. Aber Zombie ist auf jeden Fall ein Imposter. Ja, ich war da nicht mal. Ich habe leider nichts gesehen. Zombie. Ich war gerade unten im Medbay, habe mich gescannt und auf einmal sagt Fufu, ich habe jemanden umgebracht. Du warst nicht ganz zu Medbay gegangen. Also ich glaube, Max und Fufu sind, weil beide mir irgendwie die ganze Zeit was anhängen wollen. Einfach der Ultra. Ich bin nur mal wieder. Fufu, wer war noch in dem Stack? Cracker. Der ist gerade gestorben. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein versuchter Doppelkill war, weil Timid halt noch da war. Ich habe genau ein Contamination bei links, beim Reactor. Hey, Leute, ich habe halt nichts gesehen, aber ich... Lol. Also ich habe Fufu, Es ist auf jeden Fall Zombie. Ich hab Fufu, Cracker gesehen, wie sie hochgekommen sind hier in... Und Zombie war genau in uns drin. Zombie hab ich auch nicht gesehen. Hast du das nicht geschafft mit dem Doppelkill? Nein, ich habe Zombie aber nicht gesehen, ich weiß nicht. Also ich glaube, das tut mir im Herzen weh, aber Fufu, das klingt einfach sehr logisch. Und Zombie, wir haben viele Abenteuer durchlebt. Wir sind durch die Scheiße gegangen zusammen, aber ich muss dich hier vorholen. Also ich werde dich nicht fragen. Nein, Zombie, ey, du weißt, wenn ich... Ja, raus mit Timid, ganz ehrlich, raus mit ihm. Ich bin nur nicht sicher bei Timid, weil vielleicht war es ein verkackter Doppelkill oder er hat es wirklich nicht gesehen. Und hier schießen. Piu, piu. Hallo Jess, wie geht's dir? Zusammen hoch, nicht wegrennen. Wir schaffen das. Wir können Detektiv sein, auch wenn ich glaube, dass es Timid ist. Und? Keine Leiche. Was ist das mit Timid? Warum rennen wir? Ich bleib mal bei Palle. Der ist mir safe. Oh. Also, ich habe eine Leiche entdeckt. Oh, es sind ziemlich wir viele tot. Wir sind zu dritt da. Verluchen, also, Jess und ich waren gerade hoch und Timid war nicht da. Also ich möchte ganz kurz ein bisschen was sagen. Also mir ist einmal Timid einmal um diesen einen Tisch gefolgt. Was halt ja, aber schon waren, sehr suspicious war. Ja, da waren wir halt zu dritt oder zu viert, da konnte er nicht. Da konnte er dich nicht umbringen. Aber er hat, zu viert. Tim hat sich bei mir mal komisch benommen. Wir sind uns entgegengelaufen und plötzlich hat er umgedreht und hat mich verfolgt. Also das war sehr merkwürdig. Wo war denn die Leiche? Ja, Timid, es ist vorbei. Ich vertraue Paluten. Es ist vorbei. Ich vertraue Paluten da. Freunde, ja, ich auch. Wo war Maxi denn bitte? Kurze Frage. Du hast, es hat sich ausgespielt, Timid. Das Spiel ist vorbei. Du hast ihn umgebracht. Das Spiel ist vorbei. Ich habe Maxi nicht einmal gesehen, die Runde. Was soll ich sagen? Ja, aber... Ich war doch mit euch oben. Dann bin ich runter zur Cafeteria und jetzt... Ja, aber du bist der Einzige, der richtig ventet. Das traue ich Paluten nicht zu. Wenn ich jetzt Jess, wurde, weil weiß ich nicht. Ja, so heißt das hier. Scheiße, wenn das jetzt ein Fehler ist. Ach, Paluten, ich hatte Fang gespielt mit dir. Was soll das? Ja, let's go! Hallo, okay, wie machen wir es? Komm mir was! Warum ist der Maudano down? Okay, es muss echt Zombie gewesen sein. Komm, das freut dich doch. Zombie, das war voll das Timing. Ich sag mal, so Zombie lebt noch, deswegen ist das wahrscheinlich. Das Ding ist halt, also die Situation ist folgende, ne? Maxi, ich, Zombie und Maudano haben die Kabel gemacht vom Reaktor. Dann, jetzt ist Maudano halt tot. So, und ich weiß, dass Maxi Inno ist, weil er sich gescannt hat. Und ich auch. Hat sie auch gescannt. Ich hab gerade gemacht und dann habe ich gesehen, wie Zombie sich zu Maudano ein bisschen hingeportet hat und Maudano gegangen ist. Ah, du hast es gesehen? Ja. Nee. Achso, ja, wenn er es gesehen hat, dann ist es, tut mir leid, Zombie. Ja, ich bin nur gewendet. Ich habe Maudano nicht umgebracht, genau. Mann. Zombie, du Kranker. Nicht der hübsche Maudano. So, jetzt ist er nicht mehr hübsch. Nein, Zombie. Und du hast schon zwei umgebracht. Piu, 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 piu. Einfach auf dem Weg zum Reaktor war der, da in dieser, okay. In dem Raum, Zwischenraum da. Die Schleuse, meinst du? Genau. Timid, du bist ja kurz an mir noch vorbeigerannt, du warst ja dann mit Paluten hochgerannt. Genau, ich bin mit Palle hoch. Du kannst es nicht gewesen sein. Reef war, glaube ich, auch noch an der Cafeteria. Ja, ich habe unten links die Aufgabe gemacht und in Storage mit der Gießkanne suchen. Wo bist du nicht mit uns dreien hochgegangen? Reef? Ich? Nee. Fufu, Reef und ich sind doch hoch dann? Nee, ihr seid nur zu zweit hoch. Also ich bin ganz am Ende, wollte ich dann zum Reaktor gehen. Also ich war dann bei dieser
bei diesem V, wo du halt wählen kannst, ob du nach Greenhouse gehst oder ob du runtergehst. Ja, und dann bist du links, oder? Dann bin ich links Richtung Fufu gegangen, genau. Warte, was? Ja, pass auf, wir sind auch zu dritt, Fufu, Reefed und ich. Wir sind dann. Achso, ihr wart da, ich dachte, das war Paluten. Ja. Nee. Paluten Halle ist dann mit dir hoch. Ja, genau. Ja, ich dachte, Paluten ist mit dir hoch, ja. Ja, ist es auch. Okay. Ist er auch. Ich hab nichts gemacht, ne? Nee. Paluten ist gemacht. Sorry. Also Paluten kann ich für den Kill saven. Ich weiß nicht, wer beim Reactor war, aber skippen. Ich skippe auch. Ja, ich skippe auch. Also Fufu oder Reefed kann es sein. Okay, Timid muss weg. Fufu oder Reefed. Dann muss ich Reefed auf jeden Fall am Leben lassen. Ob ich da wohl einen Cracker oder so rausbekomme? Sehr, sehr schön. 9, 6, 4, 2, 5. Wer ist denn jetzt? Was? Du bist langgelaufen. Ich hab dich aus den Augen verloren. Auf jeden Fall in dem Decon-Raum mittendrin. Ich hab die Leiche überhaupt nicht sehen können, aber ich konnte reporten. Also, ich bin rein, Decon. Dann bin ich aber wieder hoch, weil ich Angst vor Patex hatte. Paluten war noch oben bei Reaktor, glaube ich. Ja, also ich muss sagen, ich war oft mit Tim unterwegs und er hätte mich schon irgendwie 14 Mal schlachten können. Ja, ich weiß halt, dass du safe bist, deswegen. Könnte auch ein Cracker sein, das hätte ich deswegen nicht gedacht. Bei dem ersten Doppelkill kann ich auch Fufu saven. Ich dachte, der wollte an mein Ass. Ich war gerade auch oben bei Oxygen. Kann das aber gerade nicht sein. Tim und Paluten decken sich und Fufu und Patex und ich weiß, dass ich nicht bin. Wie gesagt, ich kann Fufu bei der ersten Doppelkill. Ja, gerade nicht. Am Anfang decken. Ich war gerade auch ganz alleine komplett. Ich Patex war mich so Oxygen hoch und hab keinen gesehen. Patex ist Decon runter, dann kam er wieder zu mir hoch und hat die Leiche reported. Ich hab die Leiche nicht gesehen, ohne Witz. Achso. Ich konnte einfach reporten. Also ich habe eben gesagt, Fufu oder Reefed müssen es gewesen sein. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben auch nicht mehr viele Tasks, oder? Ei. Leute. Ich hab nur noch zwei Tasks. Oh, no. Okay, das schaffe ich. Oh, danke, Zombie, dass du sie weggejagt hast. Ich darf Reefed eh nicht umbringen. Was hat er immer mit seinem Reactor? 20 Sekunden. Timid ist jetzt da noch. Schwer. Oh nein. Okay, wer war gerade am Ende wo? Es wäre so gut gewesen, wenn Reefed oder Fufu jetzt tot war. Ich war mit Paluten, war ich unten links am Spawn. Ja. Ihr wart zusammen, 100%. Ja. Ich war unten ganz rechts am Ende, noch. Die letzten ich hatte Sekunden die kurz gesehen. Hand in Hand. Bin ich aus dem Reaktor. Also ich glaube, Tim mit Paluten sind ja safe. Deswegen muss es für mich Reefed sein. Weil ich habe Paluten und Tim ja zusammen gesehen in Reaktor. Wir haben das gefixt und am Schluss kam erst Reefed. Wir müssen voten, Freunde. Ja, wen voten wir? Wir voten. Ja, ich habe Reefed gewotet. Für mich ist es klar Reefed. Ja, ich vote Fufu. Warum mich? Ich weiß nicht. Ich wollte so eine Münze, aber ich hatte keine Münze. Ich habe so eine Relo-Voice habe ich angemalt und wollte eigentlich. Oh, schade. Oh Gott. Schade. Da musst du ein bisschen mit Kraft beachten, ne? Ah, genau. Ich hätte beiden zugetraut. Maxi, beeil dich. Ich habe keine Ahnung, ob hier jemand ist, aber ich vertraue dir. Holy, was habt ihr gemacht? Mal kurz eine Aufgabe machen. Ja, bitte. Ja, okay. Bitte, ich wurde beim Licht getrollt. Ich war mir unsicher, ob ich den Knopf drücken soll, aber dann kam Paluten auf mich zu und hat so einen komischen Bogen zu mir gemacht. Deswegen hatte ich Angst und habe den Knopf gedrückt. Ja. Ich glaube tatsächlich, beim Licht wurde getrollt wegen dem Lag. Also ich hab's einfach nicht verstanden. Also ich hab einfach alle Hebel gleichzeitig. Ich dachte, warum ist denn da die Aufgabe, dass sie plötzlich synchron ist und bei den anderen nicht? Also ich bin einfach gegangen, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ja, hab mich aber auch gewundert, dass er erstmal vom Licht weggegangen ist. Und das ist auch ein klassischer Timid-Move, das Licht auszumachen überhaupt. Ich dachte, du bist sorry. Okay. Genau. Okay, Maxi. Oh Gott, Hilfe. Maxi ist weg. Hallo. Beim Licht lag Zombie. Jetzt wollte ich ja gar nicht mehr ausrouten. Ah, hallo. Das heißt, das muss Mordado sein. Hä? Okay, dann braucht man Mordado. Also ich hab Mordado. Ich bin unten links gewesen, Cracker war da auch, er war zu schnell, als dass er, glaube ich, Winter war noch unten rechts beim, wie heißt dieses? Ja, unten rechts meine ich, ich war in der Cafeteria. Also ich sag Mordado war's. Also ich kann bestätigen, dass Mordado unten rechts die Kabel gemacht hat, glaube ich. Also ich... Das war Maxi, dachte ich, die Kabel gemacht hatte. Nee, Mordado war unten rechts vor diesem Raum, wo die... in der Cafeteria war ich bei den Kabeln. Wo die Gießkanne, aber das war auch Maxi davor. Aber Mordado war auch da, wo man die Gießkanne draufhebt. Ja, Leute, wer war denn... Also ich sag, er ist es. Also Osaft
ist nicht da, dementsprechend muss es Mordado sein. Ich war eine Leiche. Dun, 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 dun. Ich glaube, es ist Maxify. Schneller, lauf schneller, mein Männchen! Bitte! Gut gemacht. Maxi kam von oben. Wow! Reeft ist tot. Reeft ist tot. Die lag links von der Gabel quasi. Also wenn man von der Gabel nach unten links geht, lag sie da direkt. Ich möchte, bevor wir sprechen, wir müssen jetzt jemanden rausbauen. Ich glaube, den Kill hat Maxi nicht gemacht, weil der kam gerade von oben den Pflanzen runter. Ja, der war ein bisschen zu lange. Ich glaube, der Kill-Cooldown war nicht lang genug da, dass er von unten wieder nach oben laufen hätte können. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder auch, du müsstest bestätigen können, dass ich es nicht gewesen bin. Cracker ist es auf keinen Fall. Maxi war dieser Kill, glaube ich, auch nicht. Muss aber einer bei euch im Stack gewesen sein. Ich war gerade am Licht und hab dann fast hochgelaufen. Nee, ich bin mit, also ich bin mit Mordado zusammen auf einem Stack dahin gelaufen. Also er ist halt, er hätte ihn umgebracht haben können und dann sofort hoch und sofort runter. Ich bin innocent. Erstens, ich kann niemanden umbringen. Zweitens, ich kann nicht gewesen sein. Also Maxi kann es auch nicht sein. Nach den Sachen würde es ja Paluten und Timmick sein. Nee, Maxi war zu viel oben. Ich war ganz links gerade. Ich bin gerade hoch. Aber war Fufu auch oben bei uns, Cracker? Ich hab doch das Licht angemacht und dann habe ich einen Upload gemacht. Waren zwei Paluten, Timmick, Fufu. War einer von euch noch zusammen mit jemand anderem? Nein, ich war ganz links, bin gerade in dieses ganz oben links reingerannt. Ich sag sogar Paluten, weil er so extrem auf Mordado ist. Also Paluten ist es auf jeden Fall. Ich hab gerade gehofft. Was soll das denn jetzt heißen? Wieso soll ich das denn jetzt gewesen sein? Lass erstmal Paluten. Was soll das denn jetzt hier schon wieder? Was ist das denn hier für eine linke Nummer? Ja, Paluten war das mal auf Mordado gehen. Und dann gehst du so frech auf mich. Sag mal, was hab ich denn jetzt gemacht, nur weil ich gesagt habe, Mordado ist es? Nee, weil du mich in der ersten Runde umbringen wolltest. Ich glaube, er hat einfach einen Hass auf diesen Kürbiskiller. Haha. Ah. Mal schauen, ob das jemand verstanden hat. Wenn er es nicht war, dann ist es jetzt eh vorbei. Okay, hier ist Cracker, Mordado. Okay, dann komme ich mit euch. Oh, Timid. So, okay, es muss Timid oder von euch gewesen sein. Timid oder Fufu muss es gewesen sein. Ich hatte, waren wir nicht zu dritt gerade noch beisammen? Wir waren zu dritt oben. Ich bin nämlich nach oben gegangen, als Timid an uns vorbeigelaufen ist. Ich bin dann vorbei, dann seid ihr hoch. Und ich habe gehofft, dass ich eine Leiche finde. Ja, also ich bin hochgegangen, zusammen mit Mordado und Fufu. Mordado und Fufu sind nach rechts gegangen, ich bin nach links und habe die Lichter gefixt. Dann bin ich aus dem Lichtraum wieder rausgegangen und dann lag Mordados Leiche im Flur. Sache ist, ich bin euch alle entgegengelaufen, ich bin runter links und dann seid ihr im ganzen Stack hoch. Also eben. Ja. Nee, Maxi war doch nicht dabei. Ach so. Wann hast du dich denn von Mordado getrennt? Wie wurde... Ich bin einfach nach oben weitergelaufen. Weil ich bei Timid kam uns ja entgegen. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist da eine Leiche und bin weiter hochgelaufen. Und dann hatte ich Mordado links gesehen und du bist, glaube ich, in Admin. Also wie gesagt... Also ich bin eigentlich relativ safe, weil Mordado die ganze Zeit für meine Unschuld beteuert hat, wir waren die ganze Zeit zusammen. Ja, also ja, wenn du es bist, dann hast du es gerade 200 IQ gemacht. Ich weiß halt nicht, das Licht ging halt perfekt aus für den Kill. Also da würde ich mir auch vorstellen können, dass es Timid war, dass er dann auf einmal hochgelaufen ist. Maxi, wo warst du? Aber ich bin euch doch entgegengekommen. Dann bin ich runter und ihr seid hoch. Ich war beim Reaktor alleine, für die ganze Zeit alleine unterwegs. Warte, so schnell konnte man doch gar nicht zum Reaktor gehen. Hey, mich Maxi. Wartet mich raus, mir egal. Ich skippe erstmal, aber ich glaube, oh, fuck, ich weiß nicht zu sterben. Wem kann man vertrauen? Ich vertraue Timid am wenigsten. Es muss Fufu oder Cracker sein. Ich wäre ja runtergelaufen längst. Ich bleib mal bei Winter, weil jetzt ist es ja eh gefährlich. Komm, Winter. Okay, es sind noch alle am Leben. Okay. Timid ist hier. Oi, tötet mich Timid jetzt? Was? Wirklich nicht. Wer war es denn dann? Er ist gerade Cafeteria. Es ist Timid. Es ist Timid. Hundertprozentig. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Hau raus. Ich habe nämlich gerade in Admin geschaut. Da war gerade jemand kurz in Cafeteria und dann hatte ich gesehen, Maxi, Cracker und ich waren zusammen. Ja. Dann ging das Licht aus und auf einmal waren drei Leute genau beim Licht. Ja, ich bin wieder hochgelaufen. Also gehst du nicht hoch. Maxi, das war das waren keine zwei Maxi, Sekunden. Maxi ist an dir vorbeigelaufen. Raus mit Timid. Ist er an dir vorbeigelaufen, weil er wurde angezeigt rechts unten und dann wirklich eine Sekunde später wurde er beim Licht angezeigt. Ja, das hat mich und Maxi nicht weitergesehen. Also keine Ahnung, mich verdächtigt die ganze Zeit niemand, deswegen ist mir das eigentlich egal. Also ich vertraue Maxi auch relativ stark, weil er auch gerade ganz allein das Licht gefixt hat, wenn wir alle im Reaktor waren. Ich wüsste nicht, warum Imposter das Licht ausmacht und dann alleine hingeht, um es zu fixen. Wir können auch skippen, aber ich glaube, ich weiß halt nicht, wenn ihr irgendwie Timid gesehen habt, wie er zu euch aneinander vorbeigerannt ist. Vielleicht, aber sonst muss er gewendet sein. Ich glaube, ich habe Spawnpunkt hin. Wenn mich der Killer töten möchte, weil ich habe alle Tasks fertig, dann töte ich dich gleich, wenn mein Leben anfangen soll. Also ich vermute auch immer noch Timid ist es, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht der Fufu sein könnte. Das Ding ist halt, bei dem einen Kill, Fufu und Cracker sind halt oben beim Kill gewesen. Ich bin dann links zu Maxi hingerannt. Ich glaube auch stark, dass es Timid ist. Maxi, kannst du bestätigen, dass Timid bei dem Mordado-Kill... Nein, wir haben uns nicht gesehen. Ich habe nicht aufgepasst.
Okay, es ist kein starkes Alibi, muss ich sagen. Okay, Cracker, komm mit. Das Ding ist halt, wenn er jetzt jemanden umbringt. Es war Fufu. Ich wusste es. Fufu hat einfach vor meinen Augen umgebracht. Das ist, weil Maxi sich natürlich so angeboten hat und dann geht gerade auf einmal das los. weil Winter und ich standen die ganze Zeit zusammen und er ist dann hochgelaufen, wo ich dachte, nee, komm, das hat er nicht wirklich gemacht. Ich war gerade in der Rear mit Maxi und dann bin ich hoch und dann kam Fufu und hat gekillt. So, ja komm, für mich ist es eh ein Münzwurf, wir müssen nicht diskutieren, ich vote eh für Timid, ich vertraue Fufu ein bisschen mehr als Timid, aber Wie kannst du nur? Also bist du wirklich gewendet? Nee, ich bin nicht gewendet, ich bin wirklich hochgelaufen. Nee, nicht? Nee. Alter, das sah aus, weil du so instant da warst, das ist mega weird auf Admin. Ich hab die Nike Speedschuhe an, deswegen. Oh Mann, warum habt ihr Palle rausgebaut? Jetzt habt ihr keinen Mann. Ey, wäre nicht so hart auf mich gegangen, warum? Dann hätte ich das nicht gesagt. Ich habe extra gesagt, nein. Ich war so lost, ich wusste, ich konnte ja nicht mal irgendwie so tun, als wenn ich irgendwas, irgendwie eine Task faken würde. Wow. Wenn das euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und dauert nur eine Sekunde. Falls ihr jetzt noch mehr von Among Us sehen wollt, ist links ein Video, rechts geht's zu meinem Zweitkanal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.